Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Matrizen und lineare Abbildung. Nachdem wir uns in den vorigen Videos vielleicht schon gefragt haben, warum denn die Matrixmultiplikation so seltsam definiert ist, werden wir nun sehen, was der praktische Wert davon ist, warum das so gemacht wurde. Und dafür schauen wir uns einige geometrische Beispiele an, die zeigen, wie Matrizenmultiplikation und lineare Abbildung ganz eng miteinander zusammenhängen. Und wir sehen auch ein paar kurze wirtschaftswissenschaftliche Beispiele in nachfolgenden Videos, wenn dann noch mehr davon kommen. Und hier sehen wir zunächst einmal ganz abstrakt die Definition einer linearen Abbildung. Wir hatten das in früheren Kapiteln auch schon gesehen, wie eine lineare Funktion mit mehreren Argumenten definiert werden kann. Und hier erweitern wir das also nochmal. Wir definieren also hier eine Funktion f von einem Vektor x als die Multiplikation einer Koeffizientenmatrix a mit einem Vektorargument x und erhalten daraus auch wieder einen Vektor y. Wenn die Koeffizientenmatrix nämlich ganz allgemein eine m kreuz n Matrix ist, dann muss x, wenn es ein Vektor ist, ein n kreuz 1 Vektor sein oder eine n kreuz 1 Matrix, wenn ich so will, sodass Zeilen und Spalten von a und x zusammenpassen. Und das Ergebnis ist dann ein m kreuz 1 Vektor, der dabei herauskommt. Und wir hatten uns vor allem den Fall bisher in früheren Videos schon angeschaut, wo m gleich 1 ist, wo wir eine einzelne Zahl ausrechnen, aber als Funktion von mehreren Argumenten x. Und hier erweitern wir das jetzt nochmal. Und dann sehen wir, was dabei herauskommt. Ja, das Produkt einer Matrix A mit einem Vektor x konnten wir auch verstehen als eine solche Linearkombination. Die Koeffizienten a11 mal x1 plus a12 mal x2 und so weiter bis zum Koeffizienten a1n mal xn werden eben kombiniert zu einer Zahl. Und das machen wir dann für alle Zeilen von der ersten bis zur n-ten Zeile hinweg. Und sehen, dass wir also hier eine lineare Funktion mit mehreren Argumenten x1 bis xn stehen haben und jeweils zugehörigen Steigungskoeffizienten, die aus der Matrix A kommen. Und das können wir dann zum Beispiel auch in den Wirtschaftswissenschaften nutzen. Wir können nämlich eine lineare Kostenfunktion mit zwei Argumenten auch schreiben als eine Matrixmultiplikation. Hier haben wir also eine Kostenfunktion von zwei Inputs, x1 und x2. x1, die Menge x1 wird multipliziert mit Kosten von zwei Geldeinheiten, die Menge x2 wird multipliziert mit Kosten von drei Geldeinheiten. Das sind die Zahlen, die ich aus dieser Musteraufgabe genommen habe, die wir uns in einem früheren Video schon angeschaut haben. Und wenn ich das jetzt als Matrixmultiplikation schreiben möchte, kann ich auch die Koeffizienten in einer Matrix zusammenfassen. Das ist eine Matrix, die nur eine Zeile hat mit den Elementen 2 und 3. Und unsere Mengen fasse ich auch in einem Vektor zusammen, nämlich einem, der nur eine Spalte hat. Da stehen dann x1 und x2 drin. Und wenn ich dann also diese Kosten 2 und 3 mit den Mengen x1 und x2 multipliziere, dann wird das also so hier dran geklappt, wie wir das eben bei der Matrixmultiplikation machen. Und dann bekomme ich 2 mal x1 plus 3 mal x2 heraus. Und das kann ich dann auch interpretieren, dass die Kosten gleich Preis mal Menge sind. Der Preis ist jetzt halt nicht ein einzelner Preis, sondern ein Vektor von Preisen und die Menge ist nicht eine einzelne Menge, sondern ein Vektor von Mengen. Aber das Ergebnis ist immer noch Preis mal Menge gleich Kosten. Genau wie wir das aus dem Eindimensionalen kennen würden. Und jetzt kann man sagen, für zwei Preise und zwei Mengen ist es immer noch einfacher, dieses hier zu verstehen, als sich dafür erst mühsam eine Matrixmultiplikation zu definieren. Aber das Gleiche funktioniert halt auch, wenn ich eine Kostenfunktion ausrechnen möchte, die von 10 Argumenten abhängt oder 20 Argumenten. Also ich kann auch einen komplexeren Produktionsvorgang entsprechend durch eine Matrixmultiplikation abbilden. Und dort gilt auch wieder nur Preis mal Menge.
Das, wie ich darüber nachdenken muss, ändert sich also nicht. Das ist ganz einfach und nur die dahinterliegende Rechenoperation wird entsprechend etwas komplizierter. Weitere wirtschaftswissenschaftliche Beispiele für die Matrixmultiplikation werden wir dann noch bei der Bedarfsrechnung in späteren Videos sehen. Hier schauen wir uns stattdessen zunächst einmal ein paar geometrische Beispiele an. Und als erstes die Rotation eines Vektors. Wir definieren hier eine lineare Abbildung f von x als die Multiplikation von einem Vektor der Länge 2 mit einer Koeffizientenmatrix, die die Elemente 0, 1, minus 1 und 0 hat. Und da werden wir sehen, die können wir interpretieren als eine Rotation um 90 Grad von den Koordinaten dieser Vektoren. Schauen wir uns das einmal anhand eines konkreten Vektors an, nämlich 1, 2. Und da bilden wir zunächst einmal das Produkt hier. Also wir rechnen das y aus als Funktion von 1, 2. Das ist also das Produkt dieser Koeffizientenmatrix mit dem Vektor. Den klappen wir da dran. 1 mal 0 plus 2 mal 1 ist 2 und 1 mal minus 1 plus 0 mal 2 ist minus 1. Das heißt, wir bilden den Punkt 1, 2, diesen hier, bilden wir ab auf den Punkt 2, minus 1, den hier. Und da können wir uns vielleicht zunächst fragen, was das jetzt mit einer Rotation zu tun hat, wenn ich von dem zu dem Punkt gehe. Aber das sieht man dann wieder besser, wenn man sich hier die entsprechenden Richtungspfeile mit einzeichnet. Und da haben wir hier genau diese Rotation um 90 Grad. Also Richtungspfeil 1, 2, Richtungspfeil 2, minus 1 und das ist die Rotation um 90 Grad. Das können wir jetzt nochmal durchspielen, um den Nutzen davon vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, mit drei Punkten. 1, 3, 1, 1 und 2, 1. Die habe ich hier einmal alle eingezeichnet. Wir haben also 1, 3, 1, 1 und 2, 1. Das sind die drei Punkte und die habe ich noch durch Linien verbunden. Dadurch entsteht so eine Art L als Buchstabe. Und jetzt können wir jeden von diesen Punkten multiplizieren. Also 0, 1, minus 1, 0, multipliziert mit 1, 3, haben wir 1 mal 0 plus 3 mal 1 gibt 3 und 1 mal minus 1 plus 3 mal 0 gibt minus 1. Landen wir also bei dem Punkt hier unten. Dann machen wir das für den nächsten Punkt, den Punkt 1, 1. 1 mal 0 plus 1 mal 1 ist 1. 1 mal minus 1 plus 1 mal 0 ist minus 1. Landen wir bei dem Punkt. Und dasselbe auch nochmal für den Punkt 2, 1. Und da kommen wir heraus bei 1 minus 2. Und wenn wir diese Punkte jetzt miteinander verbinden, dann sehen wir, dass es immer noch so ein L, aber jetzt um 90 Grad rotiert. Zwar auch noch verschoben, aber wir haben diese Rotation auch durchgeführt. Und das ist also etwas, was man braucht, zum Beispiel für Computergrafiken. Wenn man Bilder am Handy rotieren möchte, dann werden im Hintergrund also Matrixmultiplikationen auf den entsprechenden Pixeln durchgeführt und da kann man sowas verwenden. Dann können wir auch jetzt Eigenschaften von linearen Abbildungen mit Eigenschaften von Matrizen bzw. ihren zugehörigen Rechenregeln kombinieren. Das ist auch etwas, was ganz praktisch ist. Wenn ich zum Beispiel eine lineare Funktion habe, a mal x, und noch eine andere lineare Funktion, b mal x, und ich möchte dann die Summe bilden, a mal x plus b mal x, dann gilt eben unser Distributivgesetz. Wir können ausklammern, das heißt aus a mal x plus b mal x kann ich machen, wie im Eindimensionalen, a plus b mal x. Und das heißt, ich kann diese beiden Funktionen aufaddieren, indem ich die Koeffizientenmatrizen aufaddiere und das Ergebnis ist dann wieder eine lineare Funktion, so wie vorher auch, nur mit einer neuen Koeffizientenmatrix. Ich muss also gar nicht die beiden Funktionen einzeln ausführen, ich muss nur einmal die Koeffizientenmatrix ausrechnen und habe danach wieder eine lineare Abbildung. Und was ganz Ähnliches gilt auch für die Verkettung von zwei linearen Abbildungen. Wenn ich also zunächst mal eine lineare Abbildung habe, b mal x,
wo ich dann irgendein Z herausbekomme und dieses Z stecke ich dann als Argument in eine andere lineare Funktion a mal z. Das muss halt von den Dimensionen, von den Zeilen und Spalten her passen. Aber dann kann ich die so miteinander verketten und kriege dann irgendeinen Funktionswert f von z heraus. Und dann kann ich diese beiden Funktionen verketten, dass ich sage, f verkettet g, was also definiert ist als f angewendet auf das Ergebnis von g von x. Das kann ich auch schreiben als a mal b mal x. Und eigentlich wären wir so gestartet. Wir hätten gesagt, wir rechnen zuerst a mal, b mal x aus und multiplizieren dann von links das a dran. Aber es gilt glücklicherweise das Assoziativgesetz. Wir können also auch zuerst das Produkt a mal b ausrechnen und können das dann mit x multiplizieren. Also die Verkettung von zwei linearen Funktionen ist wieder eine lineare Funktion mit einer neuen Koeffizientenmatrix a mal b. Und auch hier passt das genau mit der Art, wie die Matrixmultiplikation definiert ist. Das können wir dann zum Beispiel auf unser geometrisches Rechenbeispiel von vorher anwenden, die Rotation um 90 Grad. Wenn wir zweimal um 90 Grad rotieren, dann haben wir natürlich eine Rotation um 180 Grad. Das können wir so sequenziell hintereinander machen, dass wir zweimal mit unserer Matrix von vorher multiplizieren, dieser 0, 1, minus 1, 0 Matrix. Wir können es aber auch so machen, dass wir uns eine einzige Matrix ausrechnen, indem wir nämlich diese beiden Matrizen ein einziges Mal miteinander verketten, sprich miteinander multiplizieren und dann eine neue Koeffizientenmatrix herausbekommen. Ich mache das hier auch zur Übung noch einmal mit dem Falkschema. 0 mal 0 plus minus 1 mal 1 ergibt minus 1. 0 mal minus 1 ist 0, minus 1 mal 0 ist auch 0. Dann 1 mal 0 plus 0 mal 1 ist 0 und 1 mal minus 1 plus 0 mal 0 ist minus 1. Das heißt, wenn ich zweimal hintereinander eine Rotation um 90 Grad durchführen möchte, kann ich stattdessen auch eine einzige Rotation um 180 Grad durchführen, indem ich mit dieser Koeffizientenmatrix minus 1, 0, 0, minus 1 multipliziere. Schauen wir uns das in einem konkreten Beispiel einmal an. Wir nehmen wieder hier unseren Punkt 1, 2 her und wir multiplizieren den jetzt ein einziges Mal mit dieser Matrix minus 1, 0, 0, minus 1. Da werden also nur die Vorzeichen getauscht und ich lande dann bei dem Punkt minus 1, minus 2 hier auf der anderen Seite. Dasselbe würde ich aber auch erhalten, indem ich zunächst einmal um 90 Grad rotiere und dann noch einmal um 90 Grad rotiere, indem ich also zweimal mit der Matrix 0, 1, minus 1, 0 multipliziere. Wir haben also in diesen geometrischen Beispielen gesehen, dass wir die Verkettung von linearen Funktionen und das Ausführen von Matrixmultiplikationen geschickt miteinander kombinieren können. Und das werden wir in späteren Videos auch noch für wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen rund um Produktion, Kosten und so weiter ausnutzen.